So. Jetzt, Leute, jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen. Das geht ja ganz unter, ja. Die Verdienste, die hervorragenden Errungenschaften unserer großen Koalition. Also ich finde, unserer großen Koalition gelingt einfach alles. Eine Jahrhundertreform nach der anderen, gell? Und also ihr Meisterstück ist auf jeden Fall die Föderalismusreform. Sie, liebe Zuschauer zu Hause, das wäre vielleicht ein Gesprächstipp für Sie, wenn Sie mit irgendjemand aus der Welt, die gerade hier bei uns zu Gast sind, ins Gespräch kommen müssen. Versuchen Sie es einfach mal ganz locker mit der Föderalismusreform. Sagen Sie vielleicht, hello, let me tell you something about our famous Föderalismus Reform. Sie, da entsteht gleich eine zauberhafte Atmosphäre. Na, weil es ja wirklich eine tolle Reform ist. Mensch, wir haben 16 Bundesländer, da spielen Sie Ihre Trümpfe aus. Da sagen Sie, wir haben 16 Lehrpläne, 16 verschiedene Lehrerausbildungen, 16 verschiedene Schulsysteme, 16 verschiedene Umweltverträglichkeitsprüfungen, 16 verschiedene Mal Hochwasserschutz, 16 verschiedene Müllrechte in Deutschland. Ja, liebe Freunde, der Müll hat in Bayern andere Rechte als in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Das ist doch. Also. Und warum ist das alles möglich? Weil wir 16 Bundesländer haben und weil wir auf so putzige Gebilde wie das Saarland und zum Beispiel auch Bremen, wo haben wir das? Hier, dieses putzige Ländchen Bremen oder Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern einfach nicht verzichten wollen, eben um die kulturelle Vielfalt unseres Landes zu erhalten. Ich möchte mal fragen, wer braucht eigentlich Mecklenburg-Vorpommern? Wer braucht denn Bremen oder Hamburg, Mecklenburg? Ich weiß, wer Mecklenburg-Vorpommern braucht, die Regierung in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Weil ohne das Ländchen gäbe es die Regierung nicht. Nicht? Da. Jetzt muss man sich mal vorstellen, da wohnen ungefähr so viele Leute wie bei uns in München. Ja. So viel 1,3 Millionen. Ja. Wo bei uns ein Stadtrat reicht, ja, da spielen die Parlament. Ja. Da machen die, also. Da machen die Minister, Innenminister, Wirtschaftsminister, Ministerpräsident natürlich, Finanzminister. Ja, der ist ganz wichtig, weil der muss jährlich dieses Defizit ausrechnen, die dieser ganze Verwaltungswahnsinn kostet mit Staatssekretären und da sind ja Verwaltungen drunter. Verstehen Sie, das ist eine einzige bürokratische Blähung, ja. Nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, ja. Nur weil wir uns diese Einfalt leisten, die kulturelle Einfalt. Habe ich Einfalt gesagt? Nein. Vielfalt, das heißt viel, die kulturelle Vielfalt. Also ich möchte an der Stelle mal fragen, können wir uns dieses Ländchen nicht einfach sparen? Ich meine, Mecklenburg-Vorpommern oder Bremen oder Hamburg, ja, einfach abschaffen, verstehen Sie? Auch Berlin, das Land Berlin, wer braucht denn eigentlich das Land Berlin? Ich frage Sie, einige klatschen noch nicht, da sind doch welche dafür, ja, ja. Das Land Berlin, wissen Sie, die können da irgendwie, sie haben einen netten Bürgermeister, Klausi Wovilein, ja. Aber sie, aber was die an Defizite produzieren, ja, der Berliner Beitrag zur Wertedebatte beläuft sich momentan auf 67,5 Milliarden Schulden. Euro natürlich, ja. Und allein 21,5 Milliarden davon hat die Berliner Bankgesellschaft erwirtschaftet. Und jetzt kommt's. Das Land Berlin hat eine Bürgschaft in voller Höhe übernommen. Ui, 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 ui. Ja, in diesem Zusammenhang ist vielleicht ganz wichtig ein Name, Klaus Rüdiger Landowski, ja? Das ist der Pate. Träger des großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland, ja? Und dieser ehrenwerte Mann hat zusammen mit anderen ehrenwerten Männern versucht, diesen, und es ist ihm ja auch gelungen, diesen Schuldenberg dem Berliner Steuerzahler einfach reinzuschieben. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie der Berliner Steuerzahler darauf reagiert hat, ja. Ob es da bei den Senatswahlen irgendwelche Auswirkungen gab, ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich weiß, es gab in Berlin eine Bürgerinitiative, die gefordert hat, dass die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden. Die haben einen Antrag gestellt im Senat und der Senat hat mit Mehrheit abgelehnt. Tja, Blätklapper. Nun, das ist eine.
Das ist ebenso in der Demokratie, gell? Ja, was machen wir jetzt, nicht? Der Bovilein Klausilein hat jetzt Insolvenz angemeldet. Also Berlin ist pleite, hat er gesagt, gell? Also Flasche leer, niente, nichts mehr. Ja. Was können wir da machen? Was können wir machen? Wir könnten Berlin als Entwicklungsland in New York bei der UNO anmelden. Weil dann würden die vielleicht sogar einen Schuldennachlass bekommen und einen Schuldenerlass. Aber Bovilein hat eine andere Idee gehabt. Der hat bei der Bundesregierung einen Antrag gestellt, er klagt jetzt sogar in Karlsruhe. Er möchte, dass die Bundesregierung, der Bund, also wir sind es, Leute, das sind wir, dass wir diese Schulden einfach bezahlen. Die Redakteurin dieser Sendung hat gesagt, geht's noch? Das ist doch eine Frechheit, oder? Das ist doch eine Unverschämtheit. Wieso regt sich da niemand drüber auf, Mensch? Ich glaube, ich reg mich jetzt ein bisschen auf. Soll ich mich ein bisschen aufregen? Ja? Ja? Weil meine Frau... Sie, meine Frau, sagt immer zu mir, ich bin immer so cool, gerade wenn es um diese politischen Angelegenheiten ginge, da reagiere ich immer so gelassen, so lässig, so, ja, so souverän wie ein Kabarettist. Und sie sagt immer, sag's ihr mal, drück's ihr mal ein, du, sag's ihr mal, es muss so schärfer werden. Und sie meint immer, ja. Ich widerspreche da immer ein bisschen, aber nicht viel. Und ich sag dann immer nur, weißt du, ich bin Kabarettist und als Kabarettist, da muss man einfach mit Sprachspielen, also mit Ironie und mit Witz und mit einer Pointe. Nur in dem Fall, es reicht! So, jetzt schlage ich Folgendes vor. Berlin wird abgeschafft als Land. Es wird ein Insolvenzverwalter eingesetzt. Da müssen wir einen nehmen, der sich nicht verarschen lässt. Und da schlage ich vor, die neue Generalbundesanwältin, Frau Harms, die sollte ermitteln wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, die zum Teil noch tätig ist. Ja, ich halte das für Terrorismus. Ich als Steuerzahler, ich fühle mich regelrecht verfolgt von Politikern, die ihr eigenes Versagen dem Wähler in Rechnung stellen. Und manchmal... Ich sage Ihnen, gelegentlich habe ich den Eindruck, dass diese Politiker immer lästiger werden, immer penetranter. Im Fernsehen tauchen sie in jeder Talkshow sowieso auf. Da haben sie ja ein Abo, ja, in jeder Talkshow. Bei der Sabine Christiane sowieso, ja, da dürfen sie immer ihr Zeug ablassen, ja. Und dann beim Beckmann und beim Kerner und im Wahlkampf kommen sie auch in die Haustür und klingeln. Ich finde das dermaßen penetrant inzwischen. Ich muss eins sagen, ich habe allmählich das Gefühl, dass der Straftatbestand von Stalking erfüllt ist.